Hallo YouTube, kommen wir zum nächsten Vergleichsvideo zwischen dem Samsung Galaxy S3 und dem Samsung Galaxy Nexus. Und zwar nehmen wir uns den Standard-Browser-Speed mal vor zwischen den beiden Geräten. So, beide Geräte im gleichen WLAN, beide Geräte Cache geleert, frisch zurückgesetzt vom Browser her. Also, und wir starten einfach mal mit einer stinknormalen Google-Suche. Und zwar eben hatte ich da den Nasenbären. Machen wir jetzt mal das Faultier. So, da geben wir es auch oben ein. Nicht, dass es dann nachher heißt, oh, du hast ja bei Google direkt und. So, bei beiden ist das Faultier angegeben für Google-Suche und geht los in 3, 2, 1. Klarer Sieger, Galaxy Nexus. Und wir hoppeln weiter zum Wikipedia-Artikel. 3, 2, 1. Klarer Sieger S3. Wir können ja uns hier noch einen Link wiki-intern raussuchen. Und zwar gehen wir einfach zu den... Nein, den Ameisenbär hebe ich mir für den nächsten. Wobei, es gibt gar keinen nächsten Browser-Vergleich. Also gehen wir jetzt auf den Ameisenbär rüber. Hoffentlich treffe ich den. Zoomen wir mal rein bei beiden. 3, 2, 1. Nein, nein! Ja, Profi, ne? Gut, dann geh mal nach zum Ameisenbär. Sollte man auch vernünftig treffen. Was könnte ich hier? Gut, dann gehe ich vom Ameisenbären zu Südamerika. Ist doch nicht wahr, da zoome ich extra noch rein und treffe es trotzdem nicht. Also 3, 2, 1. Und? Ja, also nach Anfangsschwierigkeiten zieht das S3 doch jetzt wirklich ab. Machen wir jetzt noch den Test mit der Hardcore-Seite Technik-Faultier. Technikfaultier.com und hier oben auch. .com, wo ist denn hier das .com? Tja, fällt mir gerade irgendwie zum ersten Mal vernünftig auf. Hier fehlt die Com-Taste. Na gut, muss ich selber tippen. So, beide richtig geschrieben. Und wir starten in 3, 2, 1. Galaxy Nexus wieder zuerst. Und beide laden aber noch mit dem Balken. Dann, ja, Galaxy Nexus doch ein Stückchen vor dem S3 da gewesen. Zoom-Verhalten. Wow, es geht bei beiden. Wobei, ihr seht das. Guckt mal hier, wenn ich rauszoome beim S3, der lädt, da verschwindet der Rand drumherum. Na, jetzt verschwindet es bei beiden. Genau, wenn ich das dreimal mache, dann, ja, da verschwindet öfter der Rand als beim Galaxy Nexus. Durchscrollen geht bei beiden gleichflüssig. Ja, das funktioniert. Wir laden einfach mal hier den nächsten Link. Oh, was hier aber auch auffällt, die Darstellung. Ihr seht das hier oben. Da passt die Überschrift in die eine komplette Zeile. Hier muss es in die nächste Zeile runter. Und wir starten einfach mal den Link zum Artikel. Und da gewinnt das S3. Oh, hat auch diesmal vom Laden her eindeutig gewonnen. Also sehr interessant. Da kommt hier der... Wir haben ja hier eine Quad-Core mit 1,4 drin und einen Dual-Core mit 1,2 Gigahertz. Ja, kann man nicht anders sagen. Also trotzdem noch ebenbürtig. So, die Darstellung, klar, besser geregelt auf dem S3. Ihr seht auch hier den Text. Der ist in die nächste Zeile hier verrutscht. Vom Reinzoom-Verhalten bei beiden Geräten, das ist in Ordnung, absolut vergleichbar. Worauf ich ja eigentlich hinaus will, ist ja hier, ne, lohnt's, wir haben hier ein Gerät, was inzwischen nur noch gut unter 400 kostet, ein Gerät, was inzwischen hier gut unter 600 Euro kostet. Das Galaxy Nexus gibt es auch immer mal wieder im Warehouse-Deal oder auch bei Mediamarkt-Aktionen für 2,99. Worauf ich hinaus will, ist eigentlich, zum Surfen, für Apps und so, die Power reicht dicker aus. Darauf wollte ich nur zeigen. Das ist aber ein Thema für ein anderes Video. Das hier ist eigentlich nur der Browser-Vergleich. Starten wir hier noch. Nein, geh wieder zurück. Nein. Jetzt geh wieder vor. Ah,
So, also nochmal rüber zum Technik-Faultier. Technik-Faultier. Und rein in den Artikel. Plopp. Und wir starten jetzt noch das YouTube-Video, bei welchem es am ehesten spielt. Gucken wir uns auch noch an. Also YouTube-Video laden. Beide fertig geladen. In 3, 2, 1. Ja, Sieger beim S3. Das wollen wir auch nicht verheimlichen. Machen wir beide noch Fullscreen. 3, 2, 1. Ach, der wird nicht. Na gut, hier kam noch die Zwischenfrage. Ich glaube, da habe ich gar keine YouTube-App mehr drauf. Ach so, bin ich jetzt im Kanal gelandet. Na gut, auf jeden Fall zum Vergleich konnten wir jetzt noch sagen, das Video spielte das S3 auch zuerst ab. So, ihr seht die Unterschiede. Mal ist es Nexus schneller, mal ist es S3 schneller. Es fällt nicht wirklich auf. Was auffiel vom Zoom-Verhalten, vom Scroll-Verhalten, hatte das Nexus ein Ticken weniger Anzeigenprobleme, nicht Anzeigenprobleme, aber beim Raus- und Reinzoomen, das meinte ich, da Nachladeprobleme. Dafür konnte das S3 die Seiten besser darstellen. Vom Zoom-Leseverhalten, vom Schriftbild absolut vergleichbar. Also gleichwertige Geräte in der Hinsicht. Da habe ich jetzt auch nicht viel anderes erwartet, aber es zeigt sich doch, die Billigmöhre kann, also im Vergleich, das billigere Smartphone hält immer noch mit dem Flagship absolut gleichwertig in dieser Kategorie mit. So, vielen Dank fürs Zugucken, macht's gut und bis zum nächsten Video.